Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über die Webseite, die wir erstellt haben. Also in dieser Webseite geht es um die Findung von den Informationen von Freunden. Also wenn ihr schon lange befreundet seid und nicht, dass ihr die Informationen so halt unangenehm Fragen stellt, so wann hast du Geburtstag oder so. Also an dieser Webseite haben... an dieser Webseite haben Juan, Fernando, Nihat und ich Ahmed gearbeitet. Jetzt gebe ich an Juan weiter, der das erzählt. Wie funktioniert die Website? Also auf dem Titelbild wird man eine Liste von seinen Freunden haben, wo man durch Anklicken auf eine weitere Seite geleitet wird, wo die Informationen, die die Person eingetragen hat, beim Einloggen angezeigt wird. Als Freund wird jemand gewertet, den du in den Kontakten hast und er auch, damit man sicher gehen kann, dass sie sich kennen und nicht unbekannt sind. Jedem Nutzer wird eine ID zugeordnet, damit in der Datenbank nicht die Informationen über die Person auf dem Namen, sondern zu einer ID gespeichert werden. Also, was sind eigentlich die Funktionen der Website? Die wichtigste Funktion ist, wie Ahmed schon gesagt hat, die Findung von Informationen von Freunden. Also wirklich, sie können da alles eintragen, was sie wollen. Man hat 10 kleine Kästen, wo man Informationen eintragen kann, wie Adresse, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Man ist nicht gezwungen, nichts zu sagen. Aber sonst hat es auch noch ein paar andere Sachen auf Lager. Und zwar kann man die Interessen von Freunden auch herausfinden. Vielleicht Interessen, die man davor nicht kannte. Wenn man halt eingibt, ja, als Hobby habe ich auch noch Klarinetteunterricht und ja, man hat halt selbst Klarinettenunterricht. Perfekt, neuer Freund, neuer gemeinsame Eigenschaft. Und außerdem kann man so mit Freunden, die woanders leben, auch up-to-date bleiben. So, wenn man Freunde in Brasilien hat und dann halt einfach ja sieht, ach so, der macht jetzt Fußball und ganz toll und so. Genau. Die technischen Aspekte. Wir haben die Website, das Frontend mit HTML, CSS und JavaScript programmiert. Das Backend läuft auf Python, Datenbank auf CSV und zur Verbindung haben wir ein API genutzt. Jetzt kommt eine kurze Demonstration. Also zuerst kann man hier jetzt nur durch IDs die verschiedenen Leute finden. Hier zum Beispiel kann man auf einen von beiden Freunden klicken, die haben jetzt eine zugeordnete ID. Genau. Dann kommen auch grundlegende Informationen zu diesem Freund. Der heißt jetzt zum Beispiel Tom, weil ja, man hat einen Freund namens Tom. Jeder kennt einen Tom. Und dann kann man halt natürlich auch bei den Einstellungen eigene Sachen einstellen. Das ist da unten. Da kann man bei den Kästen, die ihr da seht, jegliche Informationen einfügen. Also ihr könnt auch wirklich entscheiden, was für Informationen man reintut. Auch vielleicht etwas Unbekannteres, wie zum Beispiel, wenn man eine Website hat oder so. Kann man schreiben Website und unten drunter den Link zur Website. Genau. Ja, das war es auch eigentlich schon unsererseits. Wir wollen uns jetzt nur noch bei unseren Mentoren Paul, Lukas und Malte bedanken. Sie haben uns echt geholfen in den letzten Tagen. Und ja, bei Fragen oder noch weiter Interesse könnt ihr gerne auf uns zukommen. Dann können wir euch alles erklären. Ja, das war's. Vielen Dank euch. Kommt erstmal zu mir. Kommt hier zu mir, wir machen es uns hier an der Seite von der Bühne bequem. Ich habe eine dringende Frage und zwar, was ist denn, kommt euch ein bisschen vor, damit man euch ein Bild hat, was ist denn der Unterschied von der Idee, die ihr habt und jetzt zum Beispiel, wenn ich mir ein Profil bei Snapchat oder Instagram oder TikTok mache, da steht ja vielleicht auch, was mich interessiert. Aber so funktioniert euer es nicht, oder? Also das ist bei uns wirklich anders. Es geht bei uns hauptsächlich um Informationen, auch Informationen zum Beispiel bei Social Media Plattformen, wenn Informationen wie zum Beispiel der Geburtstag erst wirklich am Geburtstag freigegeben. Da kann man nicht eine Woche zuvor das Geschenk planen. Und auch die meisten Menschen vertrauen solchen Social Media Plattformen wirklich gar nicht. Also die nehmen einfach die Daten mit. Bei uns läuft alles, also wir kommen an die Daten, aber wir benutzen sie halt nicht. Wir brauchen diese Daten auch gar nicht. Noch irgendwelche? Und das mit den Daten, habe ich das richtig verstanden, funktioniert so, jeder trägt freiwillig ein, was er von sich zeigen will und auch nur für die Menschen, die er wirklich kennt und niemand anderes. Genau, man muss die ID auch gegenseitig eingeben, wenn man einen Freund hinzufügen will, das kommt in der Beta raus.
Man gibt die ID des Freundes ein und dein Freund muss deine eigene ID und nur dann kann man an die Informationen gegenseitig rankommen. Spannende Idee. Danke euch für eure Idee, für euren Vortrag.